Hi Leute, Hubertus hier von Fishing King. Ich bin mal wieder unterwegs mit dem lieben Eugen. Moin Moin. Und wir sind heute an einem besonderen Gewässer. Wo, dürfen wir nicht sagen, das ist top secret. In diesem See gibt es Fältchen. Darauf werden wir heute angeln, aber auch Raubfische. Und das Ganze wird ein Adventure, ein Catch-and-Cook-Adventure. Das ist das Ziel, was wir heute haben. Und das Besondere ist, wir sind sogar heute nicht nur zu zweit, sondern wir sind zu dritt. Wir sind unterwegs mit Patrick. Patrick hat uns eingeladen. Der hat hier an diesem Gewässer auch ein Boot liegen. Da werden wir heute Vormittag auch mit rausfahren, beziehungsweise heute Morgen. Wir haben jetzt gerade 8 Uhr. Und Patrick ist eine besondere Person. Nämlich mit Patrick habe ich damals meinen Angelschein zusammen gemacht. So haben wir uns auch kennengelernt. Patrick ist also ein guter Kollege von mir, ein guter Freund. Mein ehemaliger Küchenchef, bei dem habe ich damals im Restaurant, in der Küche mein Praktikum gemacht und Nebenjob gehabt. Wie gesagt, Angelschein gemacht, Angelkumpel. Wir haben hier die coolsten Angelerlebnisse zusammen gehabt. Mit dem sind wir heute, wie gesagt, unterwegs. Sehr lange nicht gesehen. Ja, und ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was passiert. Und das Ziel ist, dass wir anschließend nach dem Boot ans Ufer fahren und die Fältchen lecker frisch zubereiten. Der Patrick ist zufälligerweise auch der Cooking King. Ich bin ja der Fishing King und er ist der Cooking King, weil, wie gesagt, er ist Koch und Restaurantinhaber und der wird uns mal zeigen, wie man die Fältchen dann ordentlich hier am Wasser zubereiten kann. Ich würde sagen, genug gelabert, lass uns loslegen. Ab aufs Boot. Viel Spaß bei einem geilen Angeltag. Mhm. Hey Leute, der Eugen konnte es schon nicht sein lassen hier am frühen Morgen. Weißt du, trinkt einmal einen Kaffee im Auto. Und ja, morgens ist immer halt nach dem Kaffee ist immer sehr kritisch, weißt du? Ja, guck mal da, der Patrick ist auch schon am Start, der bereitet das Boot schon mal ordentlich für uns vor. Genau. Eugen, wie hast du den Patrick in Erinnerung? Patrick hat mich früher immer geschlagen. Ja? Naja. Ja, auch als wirklich sehr lustiger, humorvoller Mensch, sehr nett. Hier ist ja meine Brille, ey. Ach, ich hab die verloren, weißt du noch, beim letzten Angeltrip, wo wir waren? Ja. Das kann ich endlich wieder filmen, vernünftig filmen. Das ist doch deine ordentliche Polbrille, ne? Ja, genau. Okay, komm, lass mal weitergehen zu Patrick, der wartet schon. Ja. Steht ja auf jeden Fall. Ja, danke. Echt gut. Oh. Hey, Mann. Hubertus. Hey. Eugen. Ja, moin. Moin. Kannst du mir mal das Echelon drüber geben, bitte? Ja. Die Routen schon mal ins Boot oder irgendwas. Als wir hier waren, weißt du noch, da hat es geschneit auf die Hechte. Ja, Leute, hier hat alles angefangen. Ja. Das erste richtige Gewässer nach der Fischerprüfung. Und mittlerweile, wie lange ist es jetzt her? Ich weiß noch, früher, ihr wart echt oft hier. Ja, immer 15 Jahren, ne? Ach, scheiße. Kannst du rausschneiden. Ja, kann ich rausschneiden. Vor 15 Jahren ging's los. Sag das nicht so laut, sonst wissen alle, wie alt wir sind. Was sagst du? Da früher wart ihr echt oft hier. Ja. Mal gefragt, wo bist du? Ja, ich bin Patrick am. Ja, früher war wirklich. Zeigt er immer wieder. Ja, ich kann ja Pieps reinmachen. Ist das angeklemmt? Nee, ne? Nee, glaube ich nicht. Ich wusste nicht. Immer so tun, als wenn man nichts kann. Ein kluger Mensch hat mal gesagt, man muss sich in vielen Sachen dumm anstellen, da muss man es auch nicht machen. Genau. Richtig. Habe ich ja von dir gelernt. Ich habe ja gesagt, ein kluger Mensch. Ich bin gespannt. Ich habe noch nie wirklich auf Fältchen geangelt. Wird so mein erstes Mal sein. Bin ich echt mal gespannt. Vor allem bin ich gespannt, wie die schmecken. Sollen ziemlich kacke schmecken, hast du gesagt, ne? Du hast auch alles dafür mitgebracht, ne? Ja, außer den Fisch, ne? Ich dachte, du hättest ein paar eingefrorene mitgebracht. Boah, ja, fein. Wir sind heute unterwegs mit Woody Harrison. Patrick hat direkt das erste Fältchen nach 10 Minuten. Schön, schön. Boah, das sieht richtig schön aus, ne? Das sind die, für die wir da sind. Du jetzt, die jetzt ein bisschen größer. Was hat der? Kurz mal anlegen. Der hat 27. So, ist gut. Boah, das Wasser ist aber noch super warm. Ich weiß. Guck doch, steht doch hier. So, das ist das Schöne am gummierten Kescher. Ja, das ist doch, würde ich sagen, perfektes Intro. Patrick, wie das Ganze funktioniert. Ich habe jetzt auch die Rute mal fertig, mal ganz kurz
Nur mal ganz schnell zeigen, was wir hier gemacht haben. Einfach hier an die, wie gesagt, eine leichte Barspinnrute. Ja, die hat bis 7 Gramm Wurfgewicht, da kann man irgendwas nehmen. Du nimmst da so eine leichte Fiederrute, ne? Ja, jetzt ist eine Dropshot. Oder eine Dropshot-Route, genau. Einfach nur ein Wirbel an die Hauptschnur. Ja, ich habe hier meine dünne geflochtene 14er drauf. Dann diese fertigen Systeme, die sie hier gehen, mit 5 Haken. Maximal 5 sind hier erlaubt an dem Gewässer. Ja, und da unten dann ein 20 Gramm Blei dran, abhängig wie tief wir fischen. Und auf dem Echolot sehen wir, dass die Fische so knapp über Grund stehen, ne? So auf 16 Meter. Also einfach runterlassen. Hat er schon wieder Biss, krass, Wahnsinn. Weißt du, der hat mir schlechte Hygiene extra gegeben. Du hast genau dieselbe. Spaß, hab ihn noch gar nicht runtergelassen. Guck mal, die kämpfen, die kleinen Dinger. Ja, mega. Letzte Woche hatte ich einen dran, da war ich mit meiner Freundin hier angeln. Ne? Beim Hochkurbeln hat sich der Hecht das Fältchen geschnappt. Mhm. Aber schon ein bisschen größer. Schön. Mhm. Das sind die, für die wir hier sind. Genau. Dafür sind wir heute hier. Bin ich mal gespannt, wie die schmecken nachher. Die sind super. Ja, ich auch. Also, du lässt das Ganze einfach runter bis zum Grund. Ja, da sind auch viele jetzt gerade. Ein, zwei Kurbelumdrehungen, oder? Ja. Damit du wieder vom Grund wegkommst. Dass wir quasi 1 bis 2 Meter drüber sind, ne? Dann einfach nur halten. Ja. Und die Schwärme ziehen quasi hier immer lang, ne? Ja. Das heißt, es kann sein, dass die gleich mal da drüben stehen, dann werden wir hier mal ein bisschen Ruhe haben, aber dann ziehen die meisten auch wieder hier vorbei, ne? Kommt immer mal wieder ein Schwärmchen vorbei. Ja, wie viele Kurbelumdrehungen hast du gemacht? Das zeige ich dir jetzt. Rund liegt der ja, ne? Ja. Und jetzt? 1,5. Ja. Ja, muss mal gucken, ne? Aber jetzt kommt was. Ohne Ende sogar. Hier siehst du die, das sind Fältchen. Circa 1,5 Meter. Das sieht gut aus. Wir haben gerade mal ein bisschen die Stelle gewechselt. Das sind wahrscheinlich auch irgendwelche Weißfische im Mittelwasser. Und das sind vermutlich die Renkenschwärme hier. 18 Meter, 14 Meter. Die Hygiene ist ja auch noch, wie lang ist die? 1,5 Meter? 2 Meter, ja. Ne? Ja, 1,5 Meter. Ich habe mir noch eine tote Rute rausgelegt. Ja, hier eine schöne Zanderrute. Hier habe ich einen Köfi dran. Am Stahlverfach Dropshot. Falls hier mal ein Hecht oder ein Zander vorbeikommen sollte, haben wir hier gleich auch noch eine schöne Chance auf einen schönen Raubfisch. Ach, ist das schön. Herrlich. Ja, das ist herrlich hier. Dann denke ich mal, werden die nicht mehr da sein. Aber hier kommt ja was dazu. Oder sage einfach, ich soll dir eins fangen und dann gebe ich dir schnell die Rute in die Hand. Ja, jetzt können wir das mal so ein bisschen Behind-the-Scenes-Story machen. Von diesem Mann habe ich ursprünglich die Idee für den Namen Fishing King. Wir haben ja wie gesagt in der WG gewohnt und wir haben früher den Fischereischein zusammen gemacht. So haben wir uns ja kennengelernt, weil der Kurs hat einen Abend bei dir im Restaurant stattgefunden, ne? Auch, ja. Wir sind dann wie gesagt immer regelmäßig zusammen zum Fischen gefahren. Ich habe bei ihm damals dann in der Küche als Spüler gearbeitet. War Küchenhilfe. Küchenhilfe. Später auch Beikoch, ne? Also kann man eigentlich nicht sagen, aber ein bisschen was habe ich ja schon gelernt. Ne? Wollte ich gerade sagen. Ist ja nicht so, als könntest du nicht kochen. Ne? Eben. Wie kam es nochmal mit dem Namen? Du hast mich nach einem Namen gefragt, dann habe ich ihn einfach so rausposaunt. Keine Ahnung. Weil du immer zu mir Cooking King gesagt hast, habe ich gesagt, ja gut, ich bin der Cooking King, dann bist du der Fishing King. Nenn dich einfach Fishing King. Ja, weil ich auch quasi immer mehr gefangen habe. Ne? Und so ist es quasi dann auch ja. Hier entstanden, hier an diesem See. Weil ich im eigenen Grunde immer mehr gefangen habe und da haben wir halt gesagt, okay, dann bin ich der Fishing King. Ne? Und so ist das Ganze dann entstanden. Auch mal gut zu wissen. Ne? Übrigens, schöne Kappe. Danke. Die gibt es bald auch bei uns im Merchandise-Shop. Der ist aber auch bekannt von Instagram. Da hat er eine Seite Barsch Garage, nennt die sich. Der hat nämlich in seiner Garage hat er Barsche drin. Deswegen hat er die Barsch Garage. Könnt ihr auch mal vorbeischauen auf Instagram. Da sagst du nicht viel zu, ne? Ne, Malawi-Barsch. In Malawi warst du? Mhm. Cool. So, was ist denn jetzt hier mit dem Fältchen, Patrick? Ja, ich weiß auch nicht, du kannst es halt nicht, ne? Und du? Ich hab 2. Okay, und jetzt? Route ist nicht krumm. Achso, warte, dann zeige ich dir mal kurz, wie es geht. Oh, ich hab Biss.
Jawohl, geil. Siehst du? Jawohl. Yeah. Der jawohl. Fühlt sich auch gut an. Ja, oh yeah. Ja. Hallo. Wow. Du musst langsam machen, ne? Die haben weiches Maul. Ja. Bremse ist auch weich eingestellt. Oh, mein lieber Schwan, ey, die gehen ja richtig ab. Krass. Ich hab doch gesagt, die machen richtig Spaß. Ey, das ist ja total krass. Das ist ja wie so eine Forelle oder ein Barsch. Oh, ja, der ist auch maßig. Ja. Schöner. Auf Rot, ne? Mhm. Ja. Geil. Jawoll. Ja. Wer haben wir schon mal zu der Stelle gebracht? Schön. Geil. Mhm. Mega. Die machen echt Bock, ne? Mhm, super. Und da bin ich echt mal auch auf den Geschmack gespannt nachher. Die Schwanzpflaster sieht ja krass aus. Mhm. Riecht so ein bisschen nach Gurke, finde ich immer, oder? Ja, die riechen nach Gurke. Nach Moskau Mule, oder? Mhm. Check. Gut geguided. Sehr gut, Jungs. Weiter so. Ja, Patrick räumt hier wieder ab. Die nächste dran, super. Die immer kämpfen und schlagen, ne? Ja, echt Hammer. Vor allem heute sind sie echt hart erkämpft. Normalerweise geht es viel, viel schneller, ne? Oh, ich glaube, die ist ausgestiegen. Ah. Ja, die ist aus. Ah. Ja, manchmal gewinnt auch der Fisch, ne? Ja, ab. Schade, schade, schade. Ja, so soll es auch sein. Man muss nicht immer gewinnen. Wie gesagt, die haben weiches Maul, ne? Die kämpfen richtig gut und dann können die auch schon mal aussteigen. Wieder ganz gut aus, ne? Sehr gut. Ja, die Kunst dabei ist irgendwie so die Spannung zu halten und trotzdem nicht zu schnell zu sein, ne? Mhm. Dann schwimmt die auf einmal nach oben. Die ist aber noch. Ist sie noch dran? Ja. Kommt hoch. Die ist aber klein, glaube ich. Ja, sieht untermaßig aus. Ich mach sie ab. Zack, lass mal runter. Ich gucke mir mal genau an, wie tief der Patrick jetzt hier gefischt hat, wie weit hoch. Dann zeige ich dir aber jetzt nicht genau. Zeig's mir jetzt mal ganz genau. Ich habe schon Biss. Ist klar. Ey, das gibt's doch nicht. Ja, ich sage ja, der hat eine andere Hygiene, weißt du? Genau. Ich bin genau an derselben Stelle. Ich habe dir genau dieselbe gegeben. Das ist halt, was soll ich sagen? Du musst halt können, ne? Wie du eben gesagt hast, ne? Du hast die immer gefangen, hast mir alles beigebracht. Und jetzt ist es andersrum, ne? Rot, ne? Ja, rot. Ja, ich bin nicht da. Guck mal, wie schnell die weg ist. Mhm. Wir haben wieder Biss. Ich zeig dir jetzt mal. Ne, ne. Noch dran. Noch dran. Ich sag mal was ganz Kleines. Könnte die ersehnte Maßnahme sein. Die ist noch nicht fertig. Wahnsinn, ey, was für eine Power. Ich hab dir mal schnell meine Route in die Hand gedrückt, weil dann kann ich in Ruhe meinen Kaffee trinken. Was sagen wir dazu, Eugen? Wir waren auch bisher erfolgreich. Ja, ja, wir waren auch. Wie viel haben wir jetzt? Drei Stück? Ja. Ne, zwei ordentliche maßige. Ja. Jetzt machen wir Stellen wechseln. Dann fangen wir noch eine. Fangen wir noch eine. Und dann Raubfisch. Und dann. Lecker. Dann hier wird mit Dexter essen. Ganz genau. Schade. Ich hab die Butter vergessen, fällt mir gerade ein. Ah, er hat die Butter vergessen. Ich wusste es. Das haben die Leute im Kiosk, weil die Butter schmeckt auf tausendmal besser. Im Kiosk haben die häufig Butter, ne? Weiß ich nicht. Ich kann mal fragen, fällt mir gerade ein. Ich hab halt. Die Butter vergessen. Da haben wir wieder einen. Oh. Ah, schade. Ah, jawohl. So. Haben wir ja. Was. Ne, doch nicht. Alter. Fang mal was Maßiges, Patrick. Oder? Also, wie viel habe ich und wie viel hast du schon?
Also, ich sag, der Eugen ist jetzt mal dran. Und ich sage, hier ist Fisch. Muss er nur noch beißen. Ja, Fisch ist da. So, da hat der Eugen auch endlich mal seinen Fisch. Aber noch ist er nicht gelandet. Kleiner, ne? Ja, wer weiß, du hast eine steife Route. Ne, der sieht gut aus, der könnte maßig sein, der ist super, Eugen. Schön, jetzt landen wir den mal vorsichtig. Petri, Eugen, geil. Damit ist wieder mal bewiesen, dass der Eugen nicht nur Kamera kann. Ja, ist so. Ja, mein erster Fisch heute. Dein erstes Fältchen, ne? Ja, stimmt. Ja, jetzt läuft's hier, Patrick hat auch wieder eine dran. Oh, eine gute, ne? Die gibt gut Gas. Die gibt auf jeden Fall Gas. Das ist eine echt gute. Oh, die ist super. Eugen, nimmst du? Der Kameramann ist hier wieder am Start. Geil. Petri, Patrick. Danke. Die ist ja super lang. Ja, ja, die ist schön. Und der hat das Boot wieder total versaut mit Blut. Wem halt, ne? Kaffee, Blut. Pisse. Alles Puderzucker über den ganzen Dings verstreut. Nougat. Nougat. Wir hoffen mal, dass es Nougat ist. Schön, schönes Ding. Wir haben jetzt 4 schöne maßige Fältchen gefangen. Wir packen jetzt mal ein. Ne? Jawohl. Ja. So machen wir's. Patrick, wie alt bist du? 78? Also, ich erkläre es mal so. Wir fahren mit 3 Mann raus aus dem Boot und kommen, wenn es so weitergeht, nur mit 2 Mann wieder zurück. Sieht richtig gut aus. Du sagst, nimm nicht so viel mit. Hast du mal den Rucksack? Da ist der ganze Kleiderschrank drin, oder was? Nee, du bist nur so schwach gewesen. Naja. So, Ruhe jetzt, bitte. Ruhe, bitte wieder rein. So, wir sind jetzt hier am neuen Spot. Sind wir noch nicht. Wir gehen jetzt durch den Wald. Wieder ein echt krasser geheimer Spot. Voll geheim. Extrem geheim. Und da werden wir, wie ihr schon seht, der Cooking King gleich mal die Fältchen schön zubereiten. Bin ich aber echt gespannt. Haben wir Butter? Ne, leider haben die am Kiosk keine Butter gehabt. Warum ist der Butter eigentlich schwer? Komm, ich bin uns jetzt zur geheimen Stelle, ne? Patrick. Ja, da wo der Blitz eingeschlagen ist. Was ist denn hier los? Gibt's denn nichts? Guck mal da. Krass. Guck dir das mal an. Boah. Das war beim letzten Mal, als du hier mit dem Zelt warst, ne? Ist der Baum auf dein Zelt draufgekracht, oder? Ja. Seitdem bist du auch so, ne? Wie du bist. Seitdem ist er auch so, wie er ist. War der Sturm, ne? Hier liegen mehrere, guck dir an. Aber das ist doch der Wahnsinn, oder? Das ist wirklich krass. Sind wir mal. Kann man das nicht vielleicht für Feuerholz oder sowas benutzen? Oder irgendwas drauf servieren? Ich servier dir gleich eine. Patrick! Ja. Alles gut? Ja. Okay. Asselsalat. Das ist feines. Die kannst du super geil beim Fältchen dazu essen, Eugen. Oh ja. Nun? Ist gut. Geil. Auch eine? Kannst du gut dabei machen. Gehst du mal bitte weg von darüber? Hier bin schon ich. Don't let them see a hint of fear. Lines and dots, zoom in, zoom out. Legen wir mal los. Perfekt. Don't let them
brauchst jetzt erst einen Stuhl, um die Fältchen aufzunehmen. Ja, komm mal in mein Alter. Wo, wie setzt man sich da drauf? Hier? Ja, da. Oder da? Hier fehlt einfach die Ernsthaftigkeit. So, dann gebe ich dir mal die Aufgabe. Du nimmst jetzt mal so ein Fältchen, nimmst den Messerrücken und dann schubst du das. Machst du erstmal, ach, guck mal, schönes Tier, oder? Mhm. Machst du erstmal die Schuppen ab. Dann zeig mal, wie das geht hier. Ne? Ja. Dann machst du so und dann machst du das hier. Guck, geht ganz einfach. Ja, geht aber gut, ne? Mhm. Einfach mal. Das machst du gut. Mhm. Kannst du direkt weitermachen. So. Ne, super. Kannst du so weitermachen. Ne, jetzt zeig, ne? Zeig dir das einmal richtig, wie es so. Geht. So, machst du hier so die Schuppen schön ab, ne? Wenn wir das gemacht haben, dann nehmen wir den Fisch aus. Dann zeige ich dir, wie es weitergeht. Schön. Komm, 50-50, ich mach. Ja, fang schon mal an. Zwei. Ich baue gerade meinen Stuhl auf und dann mach ich die anderen. Die Wirbelsäule oben durchtrennen. Ja, genau. Und dann ziehst du so den Kopf ab und dann kannst du da ganz. Ja, dann mach mal. Dir fehlt einfach die Ernsthaftigkeit, Patrick. Wir sind hier am Set, wir wollen hier ein geiles Video drehen. Ich will dich hier zum YouTube-Star machen, zum nächsten Angel-Influencer. Da musst du dich aber jetzt auch mal ein bisschen anstrengen. Das ist jetzt deine Küchenbrille oder was? Weil das Fett gleich spritzen wird. Wir machen nämlich jetzt weiter. Die Fische sind schön ausgenommen. Schaut mal hier, schön geschubst. Und jetzt bin ich ja gespannt, weil man nennt den Patrick ja auch den Fältchen-King. Hm? Ich nenne mir doch auch den Fältchen-King, oder? Weil du auch aussiehst wie so ein kleines Fältchen. Ja, Ziegenpeter. Geil, ich rieche zum ersten Mal Petersilie. Ich wusste. Die hast du eben frisch gepflückt hier im Wald, ne? Mhm. Ich bin morgen extra früher aufgestanden. Ja. Um Petersilie zu suchen. Den frischen Spiritus brauchen, ne? Ja. Das beste Öl, was es gibt. Ist es nicht. Kommen die 3 S. Säubern, säuern, salzen. Naja. Sagt man bei Fisch. Bisschen rein, bisschen raus. Ohne einreiben. Oh. Oh, das riecht schon geil hier. Hey. Bei okay, dem anderen müssen wir den Schwanz abschneiden. Dann weiter, die nächste. So, jetzt machen wir das hier gefällt. Achso, okay. 1-1. Perfekt wäre natürlich, wenn wir ein bisschen Butter hätten und in die Butter nachbraten können. Aber man kann nicht alles haben. Wir sind ja nicht in der Wildnis. Eben. Sehr gut. Die Flamme ein bisschen drunter dimmen, indem wir das einsetzen. Ist, glaube ich, besser, ne? Hast du ein Tellerchen mit? Die Schüsseln. Die 3-Meile-Schüsseln. Das ist die sogenannte Blitztechnik, ne? Ja, als hätte der Blitz eingeschlagen. Die ist super, die Technik. Ja.
Bei Dorsch ist es ja auch so, wenn du den frisch fängst, der wirkt sich auch komplett ja. auf. Ne? Dann habt ihr da ein bisschen anderes, ne? Ich kann, wenn die Rückenkraft hinten rausgeht, dann ist das Fisch auch da, wenn man die leicht rausziehen kann. Mhm. Der Fisch ist eigentlich schon gut. Schmeckt wie Lamm, oder? So ähnlich. Eine Mischung aus Lamm und Schwein, ne? Genau. Und dann so ein bisschen Zitrone drauf, in die Butter, ein paar frische Kräuter gehackt, sollte man jetzt nicht haben, und dann ist das super. Aber hier, Auge isst mit. Ein kleiner Trick hier an der Stelle, nochmal für alle Anfänger, was das Fischessen angeht. Man kann das immer schön hier einfach runterziehen, runterklappen. Dann sieht man hier. Wenn man schon im Wald ist, kann man auch mit den Händen essen, ne? Richtig. Probier doch einfach mal. Aus der Pfanne. Boah, da soll mal einer sein, das schmeckt nicht. Mmh. Mega. Sag ich doch, richtig gut. Fältchen ist ein super Fisch. Mmh. Super leckerer Speisefisch. Ja, Hammer. Mmh. Oder? Sehr, sehr lecker. Ja. Mmh. Um ehrlich zu sein, wegen dem Öl, das ist ein bisschen bitter, ne? Weil es ein bisschen Öl angebrannt ist, oder? Ja, ich würde noch nicht mal sagen, das Öl hat hier deinen Knoblauch gemacht. Ich sag ja, dann kommen Bitterstoffe raus, ne? Mhm, dann machen wir den gleich mal ohne Knobi. Der ist so heiß. Ja, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm mit dem Bitter. Nee, ist auch nur minimal. Schmeckt super. Richtig gutes Fleisch. Mhm. Hammer. Hier, Eugen, probier mal lecker. Auch der Kameramann darf was haben. Und? Boah. Ist geil? Ja, voll. Fältchen sind boah. Super lecker. Mhm. Sag ich doch. Klasse. So kann man leben, ne? Man braucht nicht viel, ne? Nö. Nein. Manchmal ist weniger mehr. Ja. Ist wirklich geiles Mittagessen. So, ist natürlich. Am besten. Da rutscht noch was nach hinten. Ich will noch den Fisch fixieren. Warte, ich muss meinen Schuh zu machen. Das sieht man, dass ich keine Schlaufe kann. Der zweite sieht noch besser aus als der erste, Patrick. Ich muss sagen, das hast du echt gut gemacht. Ne, Eugen? Ja. Kann man mal so sagen. Mhm. Ich würde auch sagen, in diesem Sinne können wir so langsam einen Abschluss finden. Wenn ihr Bock habt, dass wir in Zukunft nochmal häufiger Videos hier mit dem Cooking King machen, dann schreibt es gerne in die Kommentare und gebt dem Video einen Daumen hoch. Hashtag Cooking King. Hashtag Cooking King könnt ihr mit dazu schreiben. Dann schreibt einfach nur Cooking King in die Kommentare, dann wissen wir Bescheid, dann werden wir das häufiger machen. Und was gibt es als nächstes für ein Rezept? Zander, wenn wir mal einfangen. Ja, in diesem Sinne, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonnieren klicken, dann verpasst ihr das Brassen-Catching-Cook nicht. Wir werden jetzt noch weiter genießen und die Fiederruten auspacken in diesem Sinne. Guten Appetit. Danke für den geilen Fältchentrip. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao. Hey, Mann. Wertlos, hey. 5 Uhr. Wir sind heute unterwegs mit Woody Harrison. Das sind die, für die wir da sind. Wo ist er? Die Flamme ein bisschen drunter dimmen. Das ist, glaube ich, besser.